herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe heute wieder das Long Slim Buch oder Heft von meiner Tochter mitgebracht. Da möchte ich jetzt gerne mit euch dran weiterarbeiten. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit, macht das gerne. Und ansonsten freue ich mich über Likes, Kommentare und Co. So, ihr erinnert euch, wir haben das Cover gestaltet. Das ist schon echt stabil geworden, gerade da, wo ich jetzt hier noch was draufgesetzt habe. Hier hinten auch. Es ist versiegelt, es ist total glatt und schön. Ihr seht es wahrscheinlich glänzen in der Kamera, hoffentlich. Und wir haben schon zwei Signaturen vorbereitet, noch nicht eingebunden. Und wenn ich mir das so angucke, ist mir das noch ein bisschen schmal. Ich weiß, ich werde es noch dekorieren, das wird eh noch ein bisschen dicker und bunter und schöner und überhaupt. Aber ich möchte noch was drin haben. So, Teil 1, ich möchte gerne noch zwei normale Blätter reinpacken, also normal, die ich gefärbt habe. Und ich möchte auch noch hier in die Signaturen mitten reinsetzen. So, und da habe ich mir auch was überlegt. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal schaue ich mir hier die Signaturen an. Wie sind denn hier diese schmalen Blätter schon eingebunden? Hier habe ich zwei drin, oder drei. Und da ich hier noch eine zusätzliche Mitte einbinden will, so, werde ich jetzt erstmal hier noch eins, aber quer reinsetzen. Das heißt, ich nehme mir das Schatzi hier und mache das einfach mal so. Und dann gucke ich an der Seite ein kleines Stückchen davon raus. Ich muss natürlich beim Binden darauf achten, dass ich immer irgendwie diese auch schrägen Seiten irgendwie mitnehmen. Ich kann es zum Beispiel auch nach unten setzen. Aber ich packe es jetzt erstmal in der Mitte. Noch habe ich es nicht gebunden. So, das ist das die eine Signatur. Nehmen wir mal die andere zur Hand. Und hier habe ich auch eins von diesen bunten. Da habe ich eins quer. Und da ist noch eins hochkant. Auch hier kann man wieder eins reinsetzen. Das mache ich wieder quer. Habe ich hier halt zwei Quere drin, das ist völlig fein. Also, so rum ist fein, ne? Zack. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall die beiden Seiten schon mal drin. Dann habe ich mir nämlich Folgendes überlegt. Diese Seite will ich einzeln in die Mitte setzen. Also das heißt, dass ich diesen wunderschönen Hirsch hier als Mitte benutzen möchte. Ist jetzt natürlich recht einfach, den möchte ich nicht irgendwie verorgeln und schräg machen oder irgendwas, den ziehe ich mir hier einfach auf, mache ich mir einfach zur Hälfte. Easy peasy. Jetzt muss ich nur noch entscheiden, wo es rein soll. Die Entscheidung fällt relativ leicht, weil ich nämlich hier schon diese Waldszene habe. Würde ich diese, sag mal, Hirschszene und den Wasserfall, obwohl hier habe ich ja auch Wald drin, ne? Ja, nichtsdestotrotz werde ich das in die zweite Signatur packen. Und zwar hier rein. Also die zweite deswegen. Ich denke mir immer, wenn man das Ding aufblättert, muss es nicht gleich so Ton und Ton sein, sondern ich würde gerne die Waldszene vorne haben. Na, ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich das Ding nicht eigentlich umdrehen sollte. Weil wenn ich es mir jetzt recht überlege, Leute, weil jetzt hier so Stein in Stein ist doch irgendwie... Rockt jetzt nicht so. Machen wir den Spaß mal anders. Das Tamperia-Papier verzeiht einem das, wenn man das mal umdreht. Und drehen einfach die Signatur um. Also, das Cover der Signatur, um es mal genau zu sagen. Nichtsdestotrotz lasse ich den Hirsch hier drin. Und lasse das auch als zweites. So, nun möchte ich für diese Signatur hier auch noch eine Mitte machen. Habe mir aber Folgendes überlegt. Kommt jetzt erstmal zur Seite. Genau, ich habe übrigens schon diese Dinger hier ausgefuzzy-cuttet, weil die werde ich jetzt hier alle noch irgendwie im Journal verteilen. Ich werde noch Pockets machen, Ausklappmechanismen und Co. Ich werde es allerdings nicht übertreiben, dass mein Töchterlein auch ein bisschen Platz zum Schreiben hat. So, ich habe hier noch zwei Blätter. Und zwar möchte ich gerne diese Szene hier in die Mitte setzen. So ungestört, ungeschönt oder unbearbeitet in irgendeiner Weise. Also ich möchte einfach eine schöne Mitte sein. Und ich möchte auch gerne, dass diese Seite sichtbar ist. Was ich nicht so gerne mag, ist diese Dame mit den Elfensegelohren.
Ich kann mir auch vorstellen, dass meine Tochter die jetzt nicht so toll findet. Also ich glaube auch eher, dass sie die Landschaft und Co. schöner findet. Deswegen werde ich sie jetzt einfach verschwinden lassen. Und ja, ich habe mir das Papierset nochmal gekauft und ich werde damit nochmal was anderes machen. Und da wird sie auch sichtbar sein. Aber hier werde ich die beiden Sachen so zusammennehmen, dass ich einerseits hier die Mitte habe und andererseits hier zwei Pockets. Ja, da bin ich ein bisschen am Überlegen. Also, machen wir es mal so. Gestalten wir es mal so. Ich möchte jetzt auf jeden Fall die Mitte schon mal schön falten. Damit fangen wir an. Wollt ihr noch einen Bildausschnitt? Jo, das seid ihr noch. Ihr könnt noch was sehen, voller Freude. So, das ist der eine Teil. Dann möchte ich sichtbar haben den Teil, das heißt, der muss sich außen anschließen. Ich habe so ein bisschen schönes mystisches Papier gekauft. Da könnte ich hier auch einfach so ein paar kleine Papierseiten reinstecken. Und wie ich das meine, werde ich euch gleich zeigen. Also das wird so sein. Ja, das wird so ein bisschen zurückspringen, einer Sache. Das wird die Mitte sein. Und dann blättert man um und hat die Seite. So, nun ist die große Frage aller Fragen. Wie gestalte ich das? Ich kann natürlich eine große Pocket machen, wo man richtig Briefe reinmacht. Das würde ich tatsächlich auf die Seite setzen. Und hier könnte ich das schlitzen und Abschnitte machen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das gefällt mir recht gut. Dann werde ich nämlich erstmal das bearbeiten. Dazu brauche ich meine Map. Das sage ich schon, meine Mat. Schneidebrett. Dazu brauche ich auch mein Skalpell. Und dazu brauche ich auch ein Metalllineal. Ein guter Haushalt hat alles am Start. Wer das nicht teuer im Bastelladen kaufen möchte, das gibt es in jedem Baumarkt. So, hier wollte ich die Schlitze reinmachen. Ne? Jetzt macht es natürlich irgendwie Sinn, sich die Schlitze so anzuzeichnen, dass sie ungefähr den gleichen Abstand haben. So, wir haben hier ein Papier von 30,5. Wenn ich jetzt hier drei, eins, zwei, drei Schlitze reinmachen würde, das wäre doch eigentlich ganz gut, ne? Dann würde ich den natürlich nicht alle 30, alle 10 cm machen, damit einfach noch Platz ist, sondern ich würde einfach mal kurz überlegt, wenn ich den jetzt in 8 cm machen würde. Hier ein, weitere 8, hätten wir da ein, weitere 8 Meter ein. Das sieht ganz gut aus. Also das gefällt mir. So, jetzt mache ich das nämlich folgendermaßen. Ich lege hier unten die 8 an. Seid ihr noch im Bildausschnitt? Ja, so ein bisschen. Ich ziehe es mal höher. Lege es hier an der Seite an. Und ich lasse natürlich ran zur Seite, ne? Also ich gehe jetzt hier. Fange ich 2 cm vom Rand an und gehe auch hier nur bis 2 cm vom Rand. So, jetzt nehme ich meine vorgezeichnete Linie als neuen Absprung und auch hier die Kante, dass ich hier irgendwie eine Senkrechte kriege. Das sieht ganz gut aus. Ich gehe wieder 2 cm vom Rand weg und auch hier lasse ich 2 cm Platz bis zur Mitte. Und das ganze Spiel mache ich jetzt ein drittes Mal. 2 cm vom Rand weg. Und auch genauso hier. Zack. So, diese drei schlitze ziehe ich jetzt hier rein. Jetzt muss ich mich immer konzentrieren, dass ich nicht mein gutes Geodreieck für den Spaß benutze, sondern mein Metalllineal. So, nun ist der Trick der Sache, man geht einmal unterhalb der Linie lang und einmal oberhalb der Linie und dann schneidet man nur die. Ja, ich schneide manchmal noch so ein bisschen Material von meinem Lineal ab.
Also ich habe jetzt einmal unterhalb der Linie gezogen, das mache ich hier auch. Und danach drehe ich mein Blatt einfach um. Weil Rechtshänder und so. Möchte ich gerne meine Linie auch sehen, wo ich schneide. So, weil ich werde einmal unterhalb und einmal oberhalb schneiden und danach die Dinger, sag ich mal, ausstechen. Wie Unkraut, hab das schon richtig verstanden. Gehe ich hier unter die Linie und schneide nochmal das gleiche Spiel unter der Linie. Unter die Linie und ausschneiden. Wieder unter die Linie und raus damit. Jetzt seht ihr schon, dass hier alles schon bewegt. Ja, ich habe das meiste habe ich wirklich geschnitten und es hat funktioniert. Jetzt steche ich hier einfach nur noch die Enden ab. Und guck mal, hier habe ich ein bisschen rumgefuscht. Da kann man auch mit einer ruhigen Hand ein bisschen nacharbeiten. Fusch am Bau, ich habe mich getroffen. Das sieht auch schon aus. Weil ich finde das einfach schöner, wenn man hier einen richtigen, also nicht nur einen Cut hat, sondern wirklich einen brauchbaren Schlitz. Wie gesagt, wenn man eine ruhige Hand hat, kann man auch den vorhandenen Schlitz ein bisschen nachziehen, wenn man irgendwie am frühen Morgen ein bisschen lasch gedrückt hat. Soll ja vorkommen, habe ich gehört. Dass man nicht ganz so viel Kraft aufgewendet hat oder vielleicht auch das Messer schon ein bisschen stumpf ist. Wer weiß das alles, ne? Wie die Szenen in der Bastelwelt am frühen Morgen so sind. Weil so früh ist es auch nicht. So. Ups. Ups. So. Zacki, zack, Aufwand. Dadurch, dass ich jetzt gerade schon, wie ihr ja festgestellt habt, ich gerade schon gemerkt oder gesehen, natürlich, es macht ja Sinn, dass das hier leicht kürzer ist, die Außenseite als die Innenseite, das ist auch völlig logisch. Das heißt, ich werde jetzt hier innen die Ecken ein bisschen abrunden, dass das so gewollt aussieht. Und ich werde auch bei der anderen Seite die Ecken abrunden. So. Das heißt, wir haben hier Schlitze drin und da kann ich dann sogar was von dem feinen Papier dann parken. Ich würde auch jeweils einfach oberhalb des Schlitzes dann kleben. So. Genau, also die Seite haben wir jetzt schon fertig designt. Die andere Seite ist es noch. Und auch da werde ich, tja, ich überlege, ob ich ein oder zwei Pockets draus mache. Ich glaube, ich mache eine große, weil dann kann man sogar Briefe reinstecken. Das heißt, ich gehe mal eben aus dem Bild raus und hole mir hier die Mitte. Die Mitte deswegen, ich bin ja bei 30,5. Da, so. Und dann mache ich es mir nämlich leicht. Und hole einfach nur hier meinen Halbkreis. Also ich nehme den Kreis, die Kreisstanze für den Halbkreis. Versuche das halbwegs mittelchen zu setzen. Zack, zack, raus damit. Also haben wir dort eine Pocket mit, sag mal, Eingriff. So. Jo, nun heißt es nur noch, die hier zusammenfügen. Dafür muss ich gleich meine Klebematte holen.
Und danach, ich schaue gleich mal, wie lang das Video ist. Danach würde nämlich als nächstes kommen, Signaturen einbinden, weil ich glaube einfach, dass ich jetzt genug an Papier da drin habe. Papier einfach so als Schreibmaterial. Ich werde natürlich dekorieren, Pockets und Co. reinpacken. Ich bin am Überlegen, ob ich schon direkt irgendwie Umschläge mit reinräume. Also, dass ich noch so Klappumschläge habe. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, wenn ich die direkt mit einbinde. Ich denke gerade noch mal ein bisschen drauf rum. So, ich schau mal eben. Wir sind bei 15 Minuten. Ja gut, wenn ich dieses Video fertig habe, dann sind wir bei 20 oder so. Das würde eigentlich auch reichen, weil dann würde ich nämlich das einbinden und dekorieren, würde ich dann einfach in die nächste Runde legen. So. Weil ich will euch ja jetzt nicht hier mit stundenlangen Videos irgendwie voll schallen. So, ich werde mit dieser Seite hier anfangen. Einfach deswegen, weil sie viel filigraner zu bearbeiten ist. Also ganz wichtig ist, einfach den Rand vernünftig zu kleben, damit die so zusammensitzen bleiben, wie sie sollen, damit nirgendwo was absteht, was nicht abstehen soll. Und genau, dafür nehme ich einfach den breiten Pinsel, nehme anständig viel Kleber. Manch einer schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, boah, du arst immer mit dem Kleber durch die Gegend. Boah, mach ich halt. Ich merke halt auch, wenn ich das nicht anständig klebe, dann ärgere ich mich wieder, wenn irgendwas losgeht oder irgendwo, weiß ich nicht, so eine Beule drin ist oder was auch immer. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil im Endeffekt habe ich hier Spaß dran, eine gute, saubere, feine Arbeit zu machen. Mich an dem Ergebnis zu erfreuen. Oder mich daran zu erfreuen, wenn andere sich erfreuen. Und das kann ich nicht, wenn ich überall irgendwelche Sachen abstehen sehe. Das nervt mich dann. Und deswegen ist es mir wichtig, dass das läuft. So. Na, hier einmal die Abgrenzung zwischen den Pockets. Das muss man nicht machen. Ne? Man kann die Pockets komplett offen lassen, theoretisch. Dann kann man mich von oben nach unten durchstecken. Aber dadurch, dass das Papier hier so lang ist, möchte ich das gar nicht machen. Sondern ich möchte einfach, dass man hier die Abgrenzung zwischen den Pockets hat. Und dass es nicht, ja, sagen wir, dass die Sachen nicht durchfallen. Weil sonst sammeln sich alle unten. Also wenn man mal kleinere Sachen reinsteckt, dann fallen die halt durch. Kann man nicht anders sagen. Es gibt sogar Junk Journaler, die Pockets komplett offen lassen, also auch unten, also dass man es quasi nur reinklemmt. Das wäre mir jetzt zu viel des Guten. So, ich setze jetzt hier in der Mitte an. Dass es halt auch wirklich Buchstyle wird, bleibt, ist. Ich hole mir das hier einmal rüber, dass ich es von innen außen streichen kann. Hier sehe ich schon, habe ich ein bisschen rumgeschmiert. Also, oder ist das Teil des Papiers dahinter? Ne, das war Teil des Papiers. Okay, ich dachte schon, ich hätte weißen Kleber gesehen. Also ihr seht, eins, zwei, hier ist Nummer drei, komm hoch. Erste Seite fein. Na, hier ist das Spiel recht einfach. Wir gehen einmal außen rum.
heißt, also einmal außenrum ist gut, also einmal rechts und links. Ich habe nämlich auch ein bisschen Spitze bestellt, um ja einerseits das Cover von außen so ein bisschen noch zu umrahmen, sage ich mal. Und andererseits auch, um es zu verschließen. Ich hoffe, dass ich, also erstmal, dass ich genug Spitze bekomme. Ich glaube schon. Ich meine, ich habe 2 Meter bestellt, wenn mich nicht alles täuscht. Und möglicherweise reicht es dann auch noch für die eine oder andere Seitendeko. Gucken wir mal. Weil dann kann man nämlich einfach, also der Gedanke kommt mir deswegen, weil wenn man jetzt hier zum Beispiel richtig fett Liebesbriefe reinpackt oder was weiß ich, irgendwie sowas, wenn man hier richtig das Ding richtig zupackt, dann wird das Journal ja recht dick unter Umständen. Und deswegen will ich auch so eine komplett flexible, einen komplett flexiblen Verschluss machen. Also kein Haken, keine Öse, sondern einfach wirklich nur ein Band. So. Wälzt sich noch ein bisschen, das hört auch wieder auf, wenn es ganz trocken ist. So, das heißt, wir haben jetzt hier Pocket und wir haben hier die drei. Gehst du noch auf? Hallo. Ja. So. Das heißt, das kommt in unsere Signatur. In die Mitte. Und das sieht dann so aus. Mitte. Pockets. Große Pocket. Damit haben wir jetzt unsere Signaturen vollständig. Also jedenfalls erstmal so von dem Basic-Aufbau. Jetzt gefällt mir das hier von der Wertigkeit, also vom, ja, vom Anfassen her, gefällt mir das jetzt viel besser. Und es wird natürlich noch dekoriert, es wird noch dicker, es fällt auch noch ein bisschen zusammen, wenn man das Papier wieder ein bisschen platt macht. Ich muss auch noch mal die Falzen ein bisschen nachgehen. Also der nächste Streich wird dann tatsächlich einbinden. Ja, aber ich glaube einfach so von der Menge an Papier ist das fein. Da kommt ja noch Spitze dran und Tüdelü. Das heißt, es wird alles noch ein bisschen aufgerüscht. So. Gut. So heißt das für dieses Video. Beim nächsten Video einbinden und Beginn der Dekoration. Juhu! Ich freue mich schon total drauf, weil also ich mache am allerliebsten Cover. Total gerne. Und am zweitliebsten dekoriere ich meine Journals. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und ich freue mich auch, wenn ihr gleich beim nächsten Video auch wieder weiterguckt. Ja, ich freue mich noch mehr über eure Kommentare. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp, weil das wird nicht das letzte Video, das letzte Journal sein mit diesem Papier. Vielleicht habt ihr da noch was Cooles für mich. Ja, ansonsten seid gespannt auf die Bindung. Ich bin es selber auch. Ich werde sie diesmal wahrscheinlich ein bisschen anders machen als sonst, weil dieser Buchrücken etwas schmaler ist. Lasst euch überraschen. Bis demnächst in diesem Kino.